Hallo und herzlich willkommen zu diesem wichtigen, richtigen Schritt. Nach. Nee, ist hier bei Nippon Winter Nights ist es gar nicht so lange her. Wir haben trotzdem was ganz Essentielles vergessen. Ja, Benton Hallo. hat euch noch nicht begrüßt, das geht nicht. Was allerdings geht, ist, dass er ein bisschen mehr anhat, oder? Inklusive dem Stirnreif des Intellekts, dass man sein dummes Gesicht nicht so sieht. Und ich glaube, dieses Planare-Portal kommt irgendwann herunter, das führt dann nach Toril zurück. Aber ja, hier, der Platz ist leer. Becken. Ein dicker, eitriger Nebel, habe ich gelesen. Eisiger Nebel fällt in dieses gefrorene Becken. Unter dem Eis ist nichts zu finden, auch keine Questgegenstände. Sehr schön. Gut, Nathyra, ich hoffe ja, ne? Der Bug ist jetzt aufgehoben. Tschüss. Herzlich willkommen. Oh, ach, da war ja was. Ach, hier kriegt man Eisschaden. Das heißt, wir müssen in der Nähe des Feuers zum Beispiel sein. Und dann kriegen wir keinen. Wir sind jetzt in der achten der neun Höllen. Oder wie war das? Wir gucken einmal. Ein verschlungener Geist. Ah, Flucht aus den Höllen. Der Erzteufel. Erzteufel, Mephistopheles. Erzteufel hat euch zum Narren gehalten. Naja, nicht, dass wir jetzt groß die Wahl gehabt hätten, oder? Er befahl euren mysteriösen Verbündeten, dem Seelenfänger, eure Rückkehr nach Tiefass in eure Heimat Toril zu verbieten und euch stattdessen in einer Höllenwelt namens Kania. Narnia? Das mit dem Löwen und dem Wandschrank habe ich mir aber anders vorgestellt. Dabei ist es sehr ähnlich, oder? Ich meine, auch wir sind durch eine Tür gegangen. Nicht durch einen Wandschrank, aber immerhin durch eine Tür. Gut, dann wollen wir mal. Also wir sind in Kania und vor unseren Augen wurde ein Geist verschlungen. Als ihr das mittlerweile vertraute Gebiet des Seelenfängers in Richtung der verwahrlosten Stadt der verlorenen Seelen verlasst, werdet ihr von einem kalten Windstoß erfasst. Ein ständiges, sonnenloses Licht spiegelt sich im trüben Eis. Geisterhafte Gestalten kauern in Zelten und um flackernde Feuer herum, um der Kälte zu trotzen. Plötzlich zerreißt ein entsetzter Geschrei die eisige Kälte und einer der Gestalten verschwindet in einem weißen Blitz. Die anderen scheinen über sein Verschwinden eher betrübt als überrascht zu sein. Neugierig geworden, schließt ihr euch, die Wärme eines der Feuer zu suchen und die anderen über die Vorgänge zu befragen. Ja, das Narrativ, die Erzählform ist wie so ein klassisches. Kennt ihr noch diese Bücher mit, wenn du eine 20 gewürfelt hast, lies auf Seite 2 weiter? Also es ist Solo-Abenteuer halt. Besorgter Geist. Kann man die angucken? Die schemenhafte Gestalt scheint immer wieder seine Existenz zu verlassen und dann wieder aufzutauchen. Man kann praktisch nur das Eis, das seine Gesichtszüge bedeckt, gut ausmachen. Okay. Eine Gestalt mit einem traurigen Gesicht entsteht vor euch. Es ist der Geist eines Toten, der nach Kania verbannt wurde. Ja, was hast du gemacht in der Oberwelt? Wenn die durchsichtige Gestalt nicht vom Eis überzogen wäre, würdet ihr sie wohl kaum wahrnehmen können. Die Toten behagen mir nicht, Benton. Ich rechne stets damit, die bleichen Gesichter jener zu sehen, die ich in der vergangenen Schlacht besiegt habe. Ach ja. Es ist kalt da draußen. Es ist stets beißend kalt. Bleibt im Inneren der Gebäude oder wärmt euch bei einem prasselnden Feuer. Seht ihr die mit den grünen Funken?
Selbst die sind kaum ausreichend. Welche grünen Funken? Ist nur eine Frage der Zeit, versteht ihr? Eine Frage der Zeit. Ich hörte einen von euch schreien und sah einen Lichtblitz. Wow, was für eine Quest. Nachfragen. 300 EP, okay. Ja, Mephistopheles hat ihn jetzt. Eine weitere verschlungene Seele. Bald wird niemand von uns übrig sein, außer den Verlorenen. Wenn wir nur erneut leben könnten, nach Hause zurückkehren könnten. Doch es ist zu kalt hier. Die Kälte kommt näher. Mephistopheles verschlingt eure Seelen? Ja, er hat eine Armee der Toten in einer weit entfernten Welt namens Turil berufen. Er benutzt unsere Essenz, um sie zu beleben. Er hat schon so viele von uns verschlungen, doch er benötigt noch mehr, immer mehr. Jeder von uns vergeht in einer weißen Wolke. Turil, Moment, ich stamme von dort. Ich habe solche Armeen im Blutkrieg gesehen, Benton. Es ist kostspielig, sie aufzustellen, aber sobald sie einmal gebildet wurden, sind sie beinahe unaufhaltsam. Das klingt nicht gut für eure Heimatwelt. Oh, danke, dass ihr mir so viel Mut zuspricht. Asmodeus hat den anderen Fürsten der Hölle verboten, die Ebenen zu betreten. Wenn dort das Böse ausgesät wird, kann das zu großer Macht führen. Irgendwie hat Mephistopheles einen Weg gefunden, diesen Bann zu umgehen. Und jetzt kennt seine Macht keine Grenzen mehr. Ja, ich glaube, Asmodeus findet das auch nicht so lustig, wenn Mephistopheles zu mächtig wird, nicht wahr? Was bedeutet das, wenn die Seele verschlungen wird? Der Geist erzittert, aber ihr könnt nicht sagen, ob aus Furcht oder von einem plötzlich kalten Windstoß verursacht. Es ist ein Schicksal schlimmer als der Tod. Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört? Ich weiß es nicht genau. Wieso sehe ich nicht, wie viel Zeit vergangen ist? Doch da sehe ich das, okay. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Verschlingen eurer Seelen zu beenden? Einer hat es versucht. Es war die tapferste unter uns. Sie war voller Leben. Sie hat sich Mephistopheles gestellt. Aber er hat in seinem Zorn etwas mit ihr getan. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie zu den Verlorenen gehören wird. Wie lautet ihr Name? Wir Geister verwenden keine Namen. Der Tod hat uns nach Kania gebracht, weil wir zu Lebzeichen fürchterliche Dinge getan haben. Lebzeiten natürlich, nicht Zeichen. Es ist besser, die Erinnerung an das Leben zurückzulassen. Es ist besser, zu vergessen. Erst wenn wir Verlorene sind, werden unsere Namen ins Eis geschrieben, auf das sie alle erfahren. Wenn wir jeden Punkt erreicht haben, spielt es keine Rolle mehr. Okay, erzählt mir von dem Geist, der sich Mephistopheles gestellt hat. Wer wird das wohl sein? Toll. Sie kam voller Zorn, voller Leidenschaft und voller Hoffnung hierher. Sie war wie ein Feuer in einem kalten Ort. Und wir wurden von ihrer Wärme angezogen. Als Mephistopheles zum Tor kam, um das Verschlingen anzukündigen, forderte sie ihn heraus. Und damit verschwand dieser Geist. Und wir fragen einfach den Nächsten. Habt ihr den wahren Namen des Seelenfängers? Ach, würde ich ihn noch kennen. Würde ich ihn noch kennen. Jene, die den wahren Namen des Seelenfängers kennen, können ihm befehlen, ihn überall hinreisen zu lassen. Überall hin. Ich kenne nur einen, der die Antwort kennt. Und wer? Mephistopheles. Verflucht sei sein Name. Verdammt. Es ist nur noch eine Frage, bis dies geschieht. Achso, bis was geschieht? Bis entweder Mephistopheles unsere Seelen frisst, damit sie zum Teil einer neuen Armee werden, oder bis wir der Kälte erliegen und zu den Verlorenen gehen. Ich möchte nur leben, nur nach Hause zurückkehren, doch das ist nicht möglich. Warum könnt ihr nicht wieder leben? Weil sie tot ist und in die Hölle verbannt wurde, weil sie schreckliche Dinge getan hat?
Mephistopheles hat das Tor versiegelt und wir Geister können es nicht mehr durchschreiten. Es gab eine Zeit, als wir zumindest an dem Ort unseres Todes zurückkehren und dort spuken konnten. Doch die gibt es nicht mehr. Nicht von hier. Nicht mal spuken, das ist ja enttäuschend. Nicht mal spuken dürfen sie. Warum sollte man an einem Ort spuken? Das ist doch nicht das Leben. Nein, aber es erinnert daran. Wenn man dort ist, kann man die Dinge beinahe wieder riechen. Sie beinahe wieder schmecken. Man sieht die Gesichter jener, die man geliebt oder gehasst hat. Man empfindet wieder... Es ist fast, als würde man wieder leben. Ein Hauch davon, so wie ich ein Hauch von Konsistenz bin. Ich möchte auch nach Hause zurückkehren. Das tun wir alle, wenn auch nur für einen Augenblick. Deswegen versammeln sich so viele hier in der Stadt der verlorenen Seelen. Sie hoffen, träumen und erkalten langsam. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, das sagtet ihr schon. Zurück zu den anderen Fragen. Kennt ihr den... Ach nee, das hatten wir schon. Könnt ihr nicht wieder leben? Ach, das hatten wir schon. Warum hat Mephistopheles das Tor versiegelt? Warum hat Mephistopheles das Tor versiegelt? Um euch hier zu halten, Benton. Um uns alle hier zu halten. Ah, Nathyra, wenn wir euch nicht hätten mit unserem Intelligenzhelm, dann wüsste ich auch nicht. Vielleicht wollte er nicht, dass man ihm folgt. Außerdem denke ich nicht, dass er zurückkommen wird. Er ist in der Welt Turin stärker und verschlingt täglich mehr und mehr unserer Seelen. Jeder von uns in einer weißen Wolke. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, es zu beenden? Ja. Wie lautet ihr Name? Ach ja, dann sagen die einem, dass es besser ist zu vergessen und erzählt mir von dem Geist. Wenn niemand euren Namen kennt, wer schreibt ihn dann ins Eis? Enten! Das ist ja regelrecht eine intelligente Frage. Es wurde durch die Kreatur getan, die man den Eisschreiber nennt. Doch sein ehemaliger Führer wurde von Mephistopheles verschlungen. Jetzt, da niemand mehr den Eisschreiber anleitet, weiß keiner, was geschehen wird. Wer war denn der Führer des Eisschreibers? Nur eine weitere tote Seele, wie die anderen von uns. Doch jetzt ist es nur noch ein weiteres Opfer von Mephistopheles verschlingen. So viele hat er genommen. So viele. Der Eisschreiber, wer ist das? Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Wer oder was ist. In vielerlei Hinsicht scheint er ein Schoßtierchen und nicht eine Person zu sein. Doch der vergangene Führer des Eisschreibers hat ihm gelehrt, einfache Wortbilder zu formen. Also, wer will schon sagen, was er ist? Doch soweit wir uns zurückerinnern, das ist viel und gleichzeitig wenig, war er stets der Eisschreiber, der die Namen der Verlorenen ins Eis geschnitten hat. Wenn ihr ganz genau schaut, werdet ihr zahllose Namen im Eis erkennen. Tief begraben, so hat die Stadt auch ihren Namen bekommen. Ich frage mich, ob Mephistopheles hier auch. Wer war der Führer des Eisschreibers? Okay. Erzählt mir von dem Geist, der sich gegen ihn gestellt hat. Verlorene Anführerin. Okay. Ich weiß nicht, wie er es tat, doch er nahm ihr dieses Feuer. Sie weigerte sich, darüber zu sprechen und versiegelte sich in der Höhle in der Mitte der Stadt. Jetzt haust sie dort und langsam wird langsam kalt und eine der Verlorenen. Okay, das müssen wir verhindern. Die verlorene Anführerin. Wer wird das wohl sein? Na, na.
voller Feuer und Leidenschaft. Kennen wir nicht, solche Leute. Kennen wir nicht. Voller Feuer und Leidenschaft, die schreckliche Taten getan haben, die dazu führen, dass sie ohne die Führung eines Gottes, dem sie eventuell abgeschworen haben, in der Hölle landen. Wer in der ganzen Handlung von Neverwinter Nights 1 fällt uns dazu ein? Als Frau. Weil sonst könnten es ja noch sein, wie hieß er nochmal? Lester? Hieß der Lester? Nein, der hieß anders, oder? Dieser angebliche Türpriester? Nee, Paladin? Ach, keine Ahnung. Naja, ich habe genug Hinweise geliefert. Ich glaube jedenfalls, dass sie das ist. Und jetzt gucken wir uns einmal um. Wir sprechen lieber nicht mit den Geistern, sonst verschwinden die auch. Wir wollen ihnen dieses Schicksal ersparen. Und... Ah, das Torhaus. Okay, es ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Was glitzert denn hier so? Geist der Toten. So im Inneren... Können wir sprechen? Können wir sprechen? Ja, von mir aus. Säule mit der Inschrift Dunkler Zweifel. Okay. Was ist denn? Valen sieht sich um. Er verzieht sein Gesicht, als habe er gerade etwas äußerst Unangenehmes bemerkt. Na wunderbar, raunt er. Wir befinden uns in den Höllen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ich meine, wir wissen es. Es ist ziemlich kalt dafür, dass wir die Höllen sein sollen, nicht wahr? Wenden, man merkt, dass du keine Ahnung von Höllen hast. Nicht alle Höllenebene sind Orte des Rauchs und Feuers. Manche bestehen ganz und gar aus Eis, so wie diese. Manche sind finster und trübe Unterwassergräber, während andere wiederum beinahe zivilisiert erscheinen und sogar über Städte verfügen. Er zuckt mit den Schultern. Diese Ebene hier ist auch nicht schlimmer als die anderen. Demnach müsst ihr einiges über diesen Ort wissen. So ist es. Er sieht sich wieder um. Dies ist Baathor, ein Ort, der auch als die neuen Höllen bekannt ist. Genauer gesagt ist das eine der neuen Ebenen, aus denen Baathor besteht, nämlich der eisige Friedhof, den man Kania nennt. Hier ist Mephistopheles zu Hause, oder war es bis vor kurzem noch. Jetzt seid ihr der Herr von Kania eigentlich. Also jedenfalls hat er den Platz geswitcht. Ich sollte euch nur vorwarnen, dass meine Anwesenheit Probleme verursachen könnte. Ich bin ein ein Halbdämon aus dem Abyss. Und die Teufel von Baathor sind aufgrund der Blutkriege meine natürlichen Feinde. Wenn ihr nicht angreift, werden die das vielleicht auch nicht tun. Genau da liegt das Problem. Mein Blut wird mich so in Wallung bringen, dass ich sie werde angreifen wollen. Und genau so ist es umgekehrt. Seine Gesichtszüge sind nun sehr nachdenklich. Ich werde versuchen, mich zusammenzureißen, doch sollten wir möglichst bald von hier verschwinden. Valen hat Blut geleckt. Die Blutkriege, darüber werden wir noch ein bisschen was erfahren, in Dialogen, glaube ich, und eben allein durch Dialoge mit Valen. Und das ist wirklich sehr interessant. Wer Baldur's Gate 3 gespielt hat, da werden die auch erwähnt, die Blutkriege, im Zusammenhang mit Karlach und anderen Dingen. Ich meine, er ist ja auch ein Tiefling. Oder ein Halbtiefling. Oder? Er ist ein Tiefling. Genau. Und irgendwie sagt er Halbdämon und die Teufel hassen die Dämonen und ja, darauf basieren die Blutkriege. Ich glaube, in dieser Ebene erfuhr man ziemlich viel auch von Blutkriegen, weil die hier zum Teil halt auch stattgefunden haben oder immer noch stattfinden. Ich weiß nicht mehr genau den zeitlichen Rahmen, vielleicht erfahren wir den auch noch. Naja, wie dem auch sei, nicht wahr? Es bleibt spannend, es wird spannend. Ich habe das Wichtigste vergessen, auch wenn es ein bisschen kalt ist, Benton, für diese Strip-Show. Dreh dich mal um. Ja.
Herzlich willkommen in der Hölle. Bis dann. Lebt wohl. Was? Keine Karten? Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Darf ich nicht lachen?